Ich will kämpfen. Alles ist okay. Wieso läuft der Asteroide nach dahin? Okay. Sie dürfen nicht entkommen. Sie dürfen nicht entkommen. Da ist ein Maschinenbauer. Ich habe mein Mikro gerade nur nach oben getan, solltet ihr was gehört haben. Yippie, ja! Yippie, ja! Bam. Okay. Endlich Action! Endlich Action! Komm, ich gehe vor. Okay. Ich mag das. Das wird wehtun. Yippie! Ja! Plata! Sie dürfen nicht entkommen. Jetzt können die mir nichts mehr anhaben. Nicht so wie diese einen zuvorigen, welche die Cole fast getötet hätten. Yippie, ja! Was los? Ja, ich hatte die noch gerade ausgewählt. Ich führe euch nur noch ein Obelisk. Wir stehen kurz vor dem Ziel. Wissen die wirklich, was uns in Valhalla erwartet? Heilbar. Ich habe die alten Schriften eingehend studiert. Okay. Da lang. Yippie! Ja! Jetzt greifen die ollen Schiffe an. Da lang. Ah ja. Die werden erstmal ausgeschaltet. Fehlt nur noch das Hauptlager. Yeah. Rock'n'Roll. Und am Anfang wollte Cole eigentlich nicht so kämpfen. Und jetzt ist er voll geil drauf. Rock'n'Roll. Okay. Auf dem Weg. Ach, da ist noch so ein kleines Fischer, Fischerchen. Okay. Auf dem Weg, Plata. Okay. Auf dem Weg. Frag mich nur, was da hinten unten ist. Ah, da geht's auch nach da hinten. Ah. Was ich jetzt dann aber mal schnell machen, ne? Ist nach da unten zu schauen. Wow. Puh, wenn ich damit fertig bin, mache ich noch ein kleines Nickerchen. Aber ich nehme jetzt schon wieder eine halbe Stunde auf. Ich habe zuvor jetzt eine Stunde aufgenommen, Leute. So, das muss euch mal bewusst sein, wie lange ich hier immer aufnehme.
Ach, die schwimmen hierher. Werden siegen, dass ich die Balken biege. Sind wir noch von den Leichen fressen? Aber ja doch. Ich glaube, ich muss euch beide entbehren. Was gibt's zu tun? Denn ich kann keinen Hafen bauen. Oder doch? Keine Gnade. Ich verliere eigentlich nur sehr ungern Einheiten, aber das habe ich euch, glaube ich, mal schon mal gesagt. Ich greife lieber mit meinen starken Einheiten oder so an. Zumindest hier in Paraworld. Würde ich das wie Age of Empires 3 spielen, dann würde ich niemals mit solchen Helden angreifen, weil die einfach zu schwach sind. Da würde ich dann so eine Armee sammeln, damit der ganzen Armee angreifen. So dann so richtig hart attacken. So attack! Und dann Tod und Verderben sehen. Ja, ich sehe Tod und Verderben. Aber mäßig spezial ist, dass der Gegner so verzücken kann. Weiß. Was gibt's zu tun? Eine kluge Entscheidung. Hört sich gut an. Was gibt's zu tun? Eine kluge Entscheidung. Nur keine Eile. Nur keine Eile. Nur mal langsam. Unruhig. Genug Platz für alle. Genug Platz für alle. Kann eine Weile dauern. Langsam. Aber sicher. Es ist immer witzig, wie da mal welche herkommen. Kann eine Weile dauern. Oh oh. Die werden aber eher Alarm schlagen, wenn ich das Nest angreife. Ich habe eine Idee. Was gibt's zu tun? Ich kümmere mich darum. Da ist bestimmt ein Artefakt drinnen. Und wenn nicht, dann egal. Dann habe ich wenigstens die Baryonyxe weg. Was ist zu? Aha. Inkubator. Was gibt's? Ah ja, okay. Tierischen und mechanischen Einheiten des Spielers. So, dann brauche ich dich nicht mehr. Aber ja. Ist schon mies, wenn ich den einfach so den Hafen zerstöre. Für alle. Kann eine Weile dauern. Kann eine Weile dauern. Langsam, aber sicher. Dann lasse ich die einfach mal raus, dann sind die Allosaurier schon mal so als Vorhut.
Die Vorhut für die Nachhut. Ah, oh, das Schiff. Es ist spät aus. Genug Platz für alle. Aber ja doch. Es brennt und ist kaputt. Ja, hört sich gut an. Nun Tratschlauf. Sieht voll schön aus eigentlich. Der Onyx. Normal sind Onyx aber schwarz. Wobei, so Onyx-Farben sehen aber wirklich toll aus. Also, da muss ich sagen, ist top. So ein Onyx würde ich eigentlich auch mal gerne als Edelstein haben. Was ist zu tun? Würde ja meine kritische Trefferwertung erhöhen. Wer Drakensang online gespielt hat oder spielt, okay, der weiß das. Weg. Ich müsste mich da wieder einloggen, weil ich habe meinen Einlog-Bonus verpasst. Und los! Dalan! Dalan! Ich gehe vor. Ja. Okay. Auf dem Weg. Er wird langsam unruhig. Dann sammeln wir mal Armee Nummer 2. Ja. Vielleicht sagt mal die Nachhut sammeln wir. Auf dem Weg. Ja, ja. Was für ein Spaß. Das sind große Tore. Allzeit bereit. Finde den Weg. Nächste Aufgabe. Rock'n'Roll. Ich erkunde das Gebiet. Geht's los? Oh oh, da ist ein dicker Turm. Alles klar hier oben. Auf sie! Ich will kämpfen. Oben auf. Ich würde unter anderem den dicken Turm angreifen, bevor ich hier das Tor der Basis angreife. Geht's los? Yippie! Ja! Oh, ich riskiere meine Armbrachiosaurier. Jetzt schießt halt, meine Fresse. Ich glaube, ich werde heute wahrscheinlich mit Olaf wieder weiter leveln. So WoW. Muss versuchen, mit ihm auf 75 heute zu kommen. Was ich wahrscheinlich nicht so ganz schaffen werde, aber egal. Will ich mir auf jeden Fall mal so ein bisschen als Ziel setzen. Weil ich level ja mit ihm im Nordend Death Level 69. Sie dürfen nicht entkommen. Ich mag das. Rock'n'Roll und los. Sie dürfen nicht entkommen. Alles klar hier oben. Ah ja, alles klar, das ist Armee 2. Ja. Zumindest die auf dem Weg. Nachhut für die Vorhut. Rock'n'Roll. Na gut, dann greifen wir mit voller Stärke an. Trotzdem ihren Weg fort. Das ist gut. Macht euch bereit. Ich gehe vor.
mag das. Rack'n'Roll! Ich mag das. Und los!